Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein SCP 07 Moment. Ich bin Henry und ich darf heute mich über Besuch von Kosovos Fußballer des Jahres 2015 freuen. Enis Alushi ist bei mir. Hi Enis. Hi. Lass uns mal ein bisschen über deine Zeit hier in Paderborn quatschen. Du bist pünktlich zur Eröffnung der Arena 2008 hier nach Paderborn gewechselt. Deine Verpflichtung hat damals Pavel Dotschev als Cheftrainer hier bei einer Baustellenbegehung ja bekannt gegeben. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, 4 Jahre warst du hier, was hat sich seitdem verändert? Wie hat sich der Verein verändert? Das Drumherum, die Infrastruktur, das Trainingszentrum und so weiter, das ist natürlich eine enorme Weiterentwicklung zu meiner Zeit. In den 4 Jahren, die du hier warst, hast du 139 Spiele immerhin für uns in der zweiten und dritten Liga absolviert und auch natürlich auch im Pokal. Hast dabei 23 Tore aufgelegt und 8 selbst geschossen. Das liest sich alles nach so Schaltzentrale im Mittelfeld. War das die Rolle, in der du dich selber auch gesehen hast? Ja, definitiv. Vor allem unter André Schubert und Roger Schmidt war es so meine Aufgabe, im zentralen Mittelfeld so das Spiel zu denken oder zu lenken und für einige andere Jungs mitzudenken, um das Spiel zu gestalten. Und in der Rolle habe ich mich gesehen und ich durfte sie auch hier ausleben. Jetzt kommen wir zu der Frage, die dem Format ja den Namen verleiht. Gibt es einen Moment, von dem du sagst, das ist mein SCP-07-Moment? Also es gibt sehr viele Momente, aber so spezielle Momente verbindet man eigentlich mit sportlichen Erfolgen. Und der größte sportliche Erfolg hier war natürlich der Aufstieg in die zweite Liga. Das ist so der Moment, an den man sich gerne zurückerinnert. Aber im Grunde genommen waren es über die ganzen 4 Jahre hinweg schöne Momente, weil es einfach fußballerisch und fast schon auch privat die schönste Zeit hier war. Und vor allem die Saison unter Roger Schmidt, weil ich glaube, dass wir in diesem Jahr einfach fantastischen Fußball gespielt haben. Ja, ich erinnere mich, damals hat es ganz knapp nicht für den Aufstieg gereicht. Bis zum letzten Spieltag war der Aufstieg da noch möglich. Du hast hier auch mit ein paar größeren SCP-07-Namen auch zusammengespielt. Ich nenne da mal Daniel Brückner, Markus Krösche, Lukas Kruse. Hast du noch zu einigen deiner Mannschaftskollegen von damals Kontakt? Ja, definitiv. Mit Daniel bin ich im regelmäßigen Kontakt, mit Markus auch natürlich im Kontakt aufgrund der Tätigkeit, die ich jetzt habe. Aber das ist etwas seltener geworden. Er hat natürlich auch sehr viel zu tun in seinem Club, aber es sind natürlich noch Verbindungen da zu früher, klar. Du hast gerade schon gesagt, in deiner jetzigen Tätigkeit, wie sieht das aus? Wie sieht dein Leben aus nach der aktiven Karriere? Ja, ich bin nach dem Karriereende direkt in die Spielerberatung eingestiegen in der damaligen Agentur, die mich damals 10 Jahre betreut hat. Habe das jetzt weitergeführt, führe eine eigene mit einem Partner zusammen und das ist so das, was ich gerade mache. Das heißt, ich befinde mich immer noch im Fußball und habe täglich mit ihm zu tun. Ja, du bist dem Fußball treu geblieben, dann gibt es wahrscheinlich auch kein anderes Gesprächsthema bei euch zu Hause. Deine Frau hat ja einen ähnlichen Berufsweg wie du eingeschlagen, hat auch jahrelang professionell Fußball gespielt. Fußball zu Hause Thema, nehme ich an. Definitiv. Die Kinder sind jetzt auch in einem Alter, wo Fußball auch zumindest für die Jungs interessant wird. Erstmal so, dass Fußball natürlich täglich bei uns ein großes Thema ist. Juckt es da manchmal in den Füßen? Möchtest du manchmal gerne nochmal mit den Jungs hier auf dem Platz stehen? Ja, also ab und an schon. Ich weiß aber, dass mein Körper da nicht mehr so ganz mitmachen würde. Privat spiele ich ab und an mal noch mit den Kids natürlich, aber nichts Reguläres. Dann danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Das war's wieder mit dieser Ausgabe Mein SCP-07-Moment. Habt ihr noch besondere Erinnerungen an die Zeit mit Enis Alushi hier in Paderborn? Dann schreibt sie gern in die Kommentare. Bis bald.